Olaf Scholz ist der 9. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und er verdankt seine Kanzlerschaft einem Molotow-Cocktail. Und warum das so ist, das will ich Ihnen im folgenden Video kurz mal zeigen. Manchmal hängen die Dinge ja am seidenen Faden und auch die politische Karriere von Olaf Scholz, die war manchmal durchaus gefährdet. Erinnern wir uns an die Affäre um die Warburg Bank in Hamburg, um diese ganze Cum-Ex-Affäre, um Wirecard, diese Vorfälle. Aber all das ist Olaf Scholz nicht wirklich politisch gefährlich geworden. Es gab keine Rücktrittsdrohungen, zumindest nicht offiziell. Aber es gab den G20-Gipfel. Der war ein Knackpunkt seiner politischen Karriere. Da stand es spitz auf Knopf. Dieser G20-Gipfel wurde ausgetragen am 7. und 8. Juli 2017. Und hier sehen wir schon ein paar Bilder dieses G20-Gipfels. Da ging es nämlich heiß her. Sie erinnern sich vielleicht noch, diese massiven Krawalle. Geradezu apokalyptische Bilder, die wir da gesehen haben. Aber zunächst mal war alles gut. Zunächst mal hatte Olaf Scholz gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem mit diesem G20-Gipfel. Das wird Hamburg locker schaffen. Wir richten, Zitat, ja auch jährlich den Hafengeburtstag aus. Es wird Leute geben, die sich am 9. Juli wundern werden, dass der Gipfel schon vorbei ist. Wir können die Sicherheit garantieren. Alleine aus meinem persönlichen Erleben, mein Schwiegervater war damals 8 Stunden lang praktisch komplett eingeschlossen in seinem Auto, weil er gefangen war in einer Straße mit seinem Auto nach der Arbeit. Da kam er nicht mehr vor und nicht zurück, weil die Trassen gesperrt waren. Ist Trump eingeflogen, ist Putin eingeflogen, dann wurde komplett Nord-Süd-Achsen geschlossen, sodass mein Schwager dann versucht hat, ihm Lebensmittel zu bringen. Der war schon total dehydriert. Und das nur ein kleines Beispiel, wie die Dinge in den Alltag eingegriffen haben. Wenig später bekam ich dann eine E-Mail, ich solle meine Kinder abholen von der Grundschule, weil man fürchtet, dass marodierende Linksautonome dann eben in das Viertel kommen und alles in Brand stecken, so wie sie es gemacht haben, dann in Altona. Hier sehen wir zunächst mal, wie alles gut angefangen hat. Da ist der gute Olaf Scholz unter anderem mit der Frau von Donald Trump, also hat er sich noch sonnen können im Glanz der ganz, ganz großen Politik. Aber dann am 8. Juli, ganz früh morgens, zog eine Horde von linksautonomen Randalierern durch die Elbchaussee. Die Elbchaussee, die führt von Altona bis Blankenese, also eine ganz wichtige Straße im Hamburger Westen. Hier sieht man auf der linken Seite, oder sieht man nicht, aber auf der linken Seite ist die Elbe. Wenn man da ein paar Schritte weitergeht, da ist mir Olaf Scholz dann öfter mal begegnet, als er da gejoggt ist. Da sind viele Grünflächen, da kann man wirklich schön seine Beine trainieren. Jedenfalls direkt hier in diesem Bild. Links ist ein Laden für Büromöbel, dessen Stammkunde ich bin und war. Ich selbst habe etwa 30 Meter Luftlinie von diesem Foto hier gewohnt. Dementsprechend war ich in dieser Gegend natürlich oft unterwegs. Und jetzt ist es so, dass der Inhaber dieses Ladens kurz vor dem G20-Gipfel den Laden geschlossen hat, weil er in einen anderen Stadtteil umziehen wollte mit seinem Laden. Der Laden war also schon leergeräumt. Und als dann am 8. Juli diese marodierende Bande durchgezogen ist, alles in Brand gesteckt hat, da hat man die Scheibe eingeschlagen seines bereits leergeräumten Ladens und hat einen Molotow-Cocktail da reingeschmissen. Normalerweise, okay, sagt man sich, Molotow-Cocktail, das ist eine unschöne Sache, aber dieser Besitzer des Ladens hatte mir erzählt, dass eben dieses ganze Haus holzverkleidet war, ein 5-stöckiges Haus, und wenn dieser Molotow-Cocktail das gemacht hätte, was ein Molotow-Cocktail normalerweise macht, nämlich in Flammen aufzugehen, dann sagt er, wäre in Sekundenschnelle das ganze Haus in Brand gestanden, und das war etwa 6 Uhr morgens. Das heißt, die Leute in den oberen Stockwerken haben noch geschlafen, und er sagt, das hätten die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht überleben können. Das heißt, es hätte hier Tote gegeben, und das war etwas, was natürlich die Karriere von Olaf Scholz wahrscheinlich gekillt hätte. Schauen wir uns hier nochmal ein paar Bilder an. Hier auch wieder die Elbchaussee, hier das Schanzenviertel, das ja teilweise komplett geplündert wurde, kontrolliert wurde eben von Autonomen. Jedenfalls war dann nach diesen ganzen Vorkommnissen, wo die Polizei sich komplett überfordert sah, weil man mit diesen Aktionen der Linksautonomen nicht gerechnet hatte. Jedenfalls gab es Rücktrittsforderungen durch die CDU-Fraktion in Hamburg. Es gab Rücktrittsforderungen durch den Chef der Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt. Also da war wirklich viel, viel Wut in der Stadt. Da haben viele Leute ihre Autos verloren, waren total erschreckt durch das, was passiert ist, fürchteten um ihre Sicherheit.
Und die Wut auf Olaf Scholz, der gesagt hat, ja, das Ganze wird so ein Kindergeburtstag, die war riesig groß. Die Stimmung gegen Olaf Scholz hier in Hamburg war katastrophal. Der wird nie wieder etwas werden. Und ich kenne nach wie vor viele Leute, die sagen, den würde ich nie wieder wählen, egal was der macht. Das wird auf jeden Fall nicht mehr in Frage kommen. Der war also massiv unter politischem Druck. Dann gab es einen Sonderausschuss. Und hier hat sich Olaf Scholz dann verteidigt und hat gesagt, ja, ich habe ja keine Fehler gemacht, eigentlich kann ich mir da nichts vorwerfen. Aber wenn jemand zu Tode gekommen wäre, dann wäre ich zurückgetreten, hätte es hier Todesopfer gegeben, hätte ich die Konsequenz ziehen müssen, auch wenn klar gewesen wäre, dass ich nichts falsch gemacht habe. Also man kann vielleicht sagen, wenn dieser Molotow-Cocktail das getan hätte, was ein Molotow-Cocktail normalerweise macht, nämlich anzuspringen und in Flammen aufzugehen, was der aber nicht gemacht hat, dann wäre wahrscheinlich dieses Haus in Brand gesetzt und sehr wahrscheinlich wären hier Todesopfer zu beklagen gewesen, was die Karriere von Olaf Scholz sofort beendet hätte, sodass wir heute nicht einen Bundeskanzler Olaf Scholz hätten. Man sieht also, manchmal hängen die Dinge am seidenen Faden. Die Kluft zwischen Erfolg und Misserfolg ist manchmal nur so schmal, dass Olaf Scholz heute Kanzler werden kann. Das verdankt er letztendlich eben einem nicht funktionierenden Molotow-Cocktail.